Willkommen bei Bund TV, heute von der Frankfurter Buchmesse. Pünktlich zur Messe ist im Bund Verlag der neue Kompaktkommentar Arbeitsrecht erschienen. Der Herausgeber, Professor Peter Wedde, ist Arbeitsrechtler an der Fachhochschule Frankfurt am Main. Christoph Herrmann hat sich mit ihm über die Entwicklungen im Arbeitsrecht und über sein neues Buch unterhalten. Herr Wedde, seit der Rede von Bundespräsident Köhler auf dem Deutschen Juristentag in Erfurt ist das Thema eines einheitlichen Arbeitsvertragsrechts in aller Munde. Werden wir in absehbarer Zeit ein Arbeitsrecht aus einem Guss haben? Ja, ob es ein Arbeitsrecht aus einem Guss morgen schon gibt, bezweifle ich. Die Bestrebungen sind jetzt schon sehr lange, das zu schaffen. Es wird auch weitergehen. Es macht auch Sinn, ein einheitliches Arbeitsgesetzbuch zu schreiben. Aber ich würde mal denken, in absehbarer Zeit haben wir es nicht. Und deswegen wird es weiterhin wichtig werden, mal alle einschlägigen arbeitsrechtlichen Regelungen in einem Buch zusammenzufassen. Sie sind Herausgeber eines neuen Kompaktkommentars zum Arbeitsrecht, der gerade im Bund Verlag erschienen ist. Was ist das Besondere an diesem Buch? Das Besondere an dem neuen Kompaktkommentar ist, dass alle wichtigen individualrechtlichen Regelungen in einem Gesetzesbuch zusammengefasst sind und darüber hinaus für die direkten Adressaten, nämlich die Arbeitnehmer, selbstverständlich formuliert, aber auch für Betriebsräte und deren Berater. Und da sehen Sie schon den Schwerpunkt. Wir haben beim Schreiben den Schwerpunkt auf die Interessen von Arbeitnehmern, Betriebsräten und deren Beratern gelegt. Das ist ja sicherlich ein Punkt, der Sie unterscheidet. Denn es ist ja so, in vielen anderen Verlagen sind ja auch in der letzten Zeit ähnliche Werke erschienen mit einem ähnlichen Konzept, ähnliche Arbeitsgesetze in einem Bündel sozusagen darzustellen. Was unterscheidet Sie dann nochmal von diesen anderen Kommentaren, die wir jetzt auf dem Markt finden? Ja, es gibt eine ganze Reihe von anderen Kommentaren mit ähnlicher Ausrichtung, die aber alle wissenschaftlich angelegt sind. Das heißt, sehr viele Fußnoten, sehr viele Fundstellen zu Literatur und Rechtsprechung, Hinweise zu Debatten, teilweise knapp, teilweise ausführlich. Und das haben wir anders gemacht. Wir haben gesagt, wir wollen ganz explizit die wichtigsten Entscheidungen, da steht ja nur eine Gerichtsentscheidung drin, keine langen Diskussionen der wissenschaftlichen Probleme oder der rechtlichen Probleme, sondern arbeitnehmerorientierte, betriebsratorientierte Lösungen. So haben wir es geschrieben. Also die Literatur ist knapp wiedergegeben, die Fundstellen sind knapp und wir sagen, das ist das Problem und so kann eine Lösung aussehen, die für Arbeitnehmer, Betriebs- und Personalräte sinnvoll ist. Der Kommentar, Ihr Kompaktkommentar, erhält nun Erläuterungen zu vielen Einzelgesetzen, zu denen es oft auch extra Basiskommentare gibt. Wann würden Sie einem Betriebsrat den Kauf des Kompaktkommentares empfehlen? Wann sollte er sich vielleicht zusätzlich diesen einen weiteren Basiskommentar anschaffen? Ja, der Vorteil des Kompaktkommentars ist, dass alle wesentlichen individualrechtlichen Gesetze dort enthalten sind und man sich schnell orientieren kann. Also für, würde ich sagen, 90% aller Fragen reicht das aus. Wenn dann Spezialfragen da sind, also wenn ein Betriebsrat sich mit Entgeltfortzahlung im Betrieb befassen will oder mit Kündigungsschutz, dann ist ein Basiskommentar oder auch ein Kommentar für die Praxis, da gibt es ja auch eine Reihe im Bund Verlag, sinnvoll zu nehmen. Aber wenn man sich schnell orientieren will, also im Alltag, bei alltäglichen Problemen, ist der Kompaktkommentar auf jeden Fall die bessere Wahl. Welches sind nach Ihrer Meinung Rechtsgebiete, in denen im Moment besonders viel Musik ist, in denen besonders viel passiert? Ja, ein Rechtsgebiet, in dem besonders viel passiert derzeit, ist in dem Kommentar so gar nicht drin, nämlich ein Arbeitnehmerdatenschutzgesetz. All die Skandale, die es gibt mit Kameraüberwachung, mit Datenklau, haben ja oft auch für Arbeitnehmer nachteilige Folgen. Wir haben aber beispielsweise das Bundesdatenschutzgesetz kommentiert und zwar genau in den Vorschriften, die für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerdatenschutz wichtig sind. Ein wichtiges Gesetz ist sicher das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz immer noch, das neue Pflegezeitgesetz, weil sich da noch keiner richtig auskennt. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz und vielleicht, wenn man die wirtschaftliche Entwicklung anguckt, morgen auch schon wieder das Kündigungsschutzgesetz, wenn es wirklich zu Entlassungen bei Firmen kommen sollte. Abschließend noch eine Frage. Wenn Sie gefragt würden, ob der Betriebsrat Ihren Kommentar nach § 40 Betriebsverfassungsgesetz als Sachkosten vom Arbeitgeber erstattet bekommen kann, wie würden Sie argumentieren? Die Rechtsprechung zu § 40 Betriebsverfassungsgesetz sagt ja, der Betriebsrat soll alle erforderliche Literatur haben. Dazu gehört ein Kommentar zum Betriebsverfassungsgesetz, Fachzeitschriften, aber auch die wesentlichen im Betrieb relevanten Gesetze in kommentierter Fassung kann ein Betriebsrat fordern. Ich denke mal, der Betriebsrat muss ja auch abwägen, was das günstigste Medium ist. Da ist natürlich immer das Argument, E10 Basiskommentare jedes Jahr wieder gekauft werden, reicht es, den Kompaktkommentar zu kaufen und dann ergänzend die 2, 3 Basiskommentare, die man wirklich braucht. Ich habe an der Erforderlichkeit dieses Buches für Betriebsräte und für Personalräte überhaupt keine Zweifel. Vielen Dank. Vielen Dank. Also, der neue Kompaktkommentar zum Arbeitsrecht ist einer für alles. Das Nachschlagewerk informiert Sie schnell und verständlich über alle wichtigen Themen im Arbeitsrecht. Das war Bund TV von der Frankfurter Buchmesse. Tschüss!